Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von TUC Talk. Sie können sicherlich bereits am Hintergrund erahnen, welchen thematischen Schwerpunkt wir uns heute gesetzt haben. Bits und Bytes spielen im Leben unseres Gastes eine große Rolle. Und Begriffe wie CPU, RAM oder Netzwerksimulation sind fest in seinem Wortschatz verankert. Sein Beruf bietet ihm so viele spannende Perspektiven, dass er sich regelmäßig darüber ärgere, wenn die 24 Stunden eines jeden Tages schon wieder abgelaufen sind. Dennoch legt er, getreu dem Fakultätsmotto, besonderen Wert auf eine persönliche und offene Kommunikation, bei der immer der Mensch im Mittelpunkt steht. Professor Dr. Wolfram Hart. 1965 in Soest, Nordrhein-Westfalen geboren, zog es Wolfram Hart zum Diplomstudium der Informatik nach Paderborn. Nach Promotion und Habilitation leitete er das dortige Informatiklabor, bis er sich 2002 gen Osten aufmachte. Als unser Gast ein Jahr später in Chemnitz ankam, übernahm er hier die Professur für Technische Informatik. Nur 3 Jahre später wurde Professor Hart zum Dekan der Fakultät Informatik gewählt und trat zeitgleich seine Stellung als Direktor des Universitätsrechenzentrums an. Als wäre es mit diesen beiden Posten noch nicht genug, gründete Professor Hart 2007 die Stiftung IBS zur Förderung von Nachwuchswissenschaftlern. Unter seiner Führung wurde das UAZ zu einem der besten IT-Dienstleister in Deutschland und auch nach 10 Jahren im Amt ist es ein erklärtes Ziel, dass dies in Zukunft so bleibt. Professor Hart, ich begrüße Sie recht herzlich im Computerpool der Fakultät für Informatik. Danke, Frau Müller. Die Fakultät hat ja viel zu bieten. Das beginnt bei 3 unterschiedlichen Forschungsschwerpunkten, geht über 15 Professuren bis hin zu englischsprachigen Masterstudiengängen. Wie schwierig ist es denn für Sie als Dekan, da den Überblick zu bewahren? Nun, wir sind gut strukturiert in diese 3 Forschungsschwerpunkte. Das hilft ganz enorm. Wir reden auf kurzen Wegen miteinander und so können wir ein klares Profil kommunizieren. Das wird von unseren Studierenden sehr gut wahrgenommen und auch von Industrie- und Forschungspartnern. Man kann das sehen an den vielen Studierenden, die wir haben, über 1000 Studenten auf die verschiedenen Studiengänge verteilt, über 50 Doktorarbeiten. Die Forschungsarbeiten finden sehr großen Anklang und wer bei uns studiert, hat quasi eine Jobgarantie. Wir sind in unseren Masterstudiengängen international angesehen und gefragt, sehr viel Resonanz für unsere Studiengänge. Man sieht das auch an den Drittmitteln, die ständig wachsen. Die TU Chemnitz ist ja auf Platz 7 im bundesdeutschen Durchschnitt und die Fakultät für Informatik leistet einen sehr guten Beitrag dazu. Wir haben den Masterstudiengang Automotive Software Engineering, der von der Automobilindustrie natürlich sehr nachgefragt ist und den Zulieferern, der auch international sehr sichtbar ist. Weitere Studiengänge im Web Engineering oder auch Informatik für Sozial- und Geisteswissenschaftler sind gut nachgefragt. Ein ganz aktuelles Thema vielleicht noch, wir entwickeln eine mobile Plattform für Drohnen und damit können wir Forschungsergebnisse in die Luft bringen. Das ist ja ein Thema, was zurzeit im Consumermarkt bereits angekommen ist. Sehr viele spielen mit diesen Themen, mit diesen Drohnen schon herum. Aber die Industrie sieht dort einen Megatrend. Ganz neue Aufgaben sind durch solche Drohnen zu lösen, von der Gebäudeüberwachung bis hin zur Unterstützung von Agrarwirtschaft. Wir haben eine ganz neue Plattform, die adaptive Missionsflüge ermöglicht. Und damit können wir diesen Bereich zugänglich machen für den Alltag. Das ist unsere Spezialität überhaupt in der Fakultät, modernste Technologien in praktische Anwendungen umzusetzen. Das ist eine große Herausforderung. Und ich freue mich immer wieder, mit den Kollegen und den Mitarbeitern zusammenzuarbeiten. Ihnen allen gilt für diese gute Kooperation ein großes Dankeschön. Sie sind ja aber eben nicht nur Dekan, sondern auch der Direktor des Universitätsrechenzentrums. Wie gelingt es Ihnen denn trotz dieser Doppelbelastung, dass das UAZ weiterhin an der Spitze der IT-Dienstleister stehen kann? Als Informatiker bringen wir dort beste Voraussetzungen mit. Wir haben große Anforderungen an IT-Dienstleistungen, weil wir sie selber brauchen. Und auf der anderen Seite verstehen wir, wie IT-Dienstleistung tickt und funktioniert. Und deshalb können wir dort auch einen guten Beitrag leisten. Beides zusammen ist eine gute Voraussetzung, um im Rechenzentrum tätig zu werden, strategische Entscheidungen zu treffen mit Engagement und Weitsicht. Das ist unsere Aufgabe, alle Dienste zur Verfügung zu stellen. Aber was genau sind denn die Aufgaben des UAZ? Und was war vielleicht Ihre persönliche größte Herausforderung bisher? Ja, die Aufgaben gliedern sich in 3 große Bereiche. Das ist das sichere Netzwerk, das ist die Bereitstellung von Speicher- und Computerdiensten und die Bereitstellung von Softwarewerkzeugen, insbesondere auch für E-Learning, um das vielleicht noch zu unterstreichen und hervorzuheben. Das geht von der Verwaltung von Vorlesungsunterlagen bis hin zu automatisierten Prüfungen.
und Prüfungsfragen. Lässt sich übrigens hervorragend für Prüfungsvorbereitung einsetzen. Das führt zu guten Ergebnissen. Die größte Herausforderung ist immer, unsichtbar zu sein. Denn wenn wir nicht wahrgenommen werden, sind die Nutzer zufrieden und alles läuft bestens. Und so ist es aktuell. Wir gehören zu den besten Rechenzentren des Landes und da wollen wir auch bleiben. So haben Sie ja beispielsweise vor kurzem einen Dropbox-ähnlichen Dienst zur Verfügung gestellt. Was genau verbirgt sich denn dahinter und wie sicher sind dort unsere Daten? Ja, das ist der Sync-and-Share-Dienst, den wir bereitstellen für unsere Nutzer. Hier haben Sie 5 GB Speicher zur Verfügung, wo Sie Daten ablegen können, die dann von allen Endgeräten, also Laptop, PC, Handy, Tablet und so weiter, abgerufen werden können. Und Sie haben immer die aktuellen Daten. Sie können das auch austauschen mit eingeladenen Partnern, auch außerhalb der Universität über einen gesicherten Link. Diese Daten sind durch das Universitätsrechenzentrum gesichert und geschützt und vor fremdem Zugriff sicher aufbewahrt. Ganz im Gegenteil zu Dropbox, da ist die Übertragung oft ungesichert, da ist der Spionageeffekt immer wieder möglich und Daten können verloren gehen. Deshalb empfehlen wir sehr stark, auf unsere Webseiten zu schauen, die aktuellen Dienste zu nutzen. Aktuell nutzen ihn bereits 500 Nutzer und wir laden herzlich ein, das weiter zu nutzen. Wer Software entwickelt, kann gerne auf unsere GitLab-Plattform zurückgreifen, auch ein ganz neuer Dienst für kooperative Softwareentwicklung. Ein bisschen Statistik zum Schluss muss aber noch sein. Wie viele PCs stellt denn das ORZ bereit? Wie viele Mitarbeiter sorgen dabei für einen reibungslosen Ablauf? Und wie hoch sind eigentlich die Betriebskosten? Ja, viele Fragen auf einmal. 18 Pools für Studierende stellen wir bereit mit fast 400 Arbeitsplätzen. Dazu kommen 1500 Arbeitsplätze für Wissenschaftler und Verwaltungsangestellte, die alle automatisiert administriert werden. Dann 500 Server für Computing- und Speicherdienste, 1200 Access Points. Die Betriebskosten halten wir möglichst gering durch effiziente Kühlungsstrategien. Mit 41 Mitarbeitern sind wir ein sehr kleines Team und müssen sehr strukturiert und effizient arbeiten, um die hohen Anforderungen und die Aufgabenvielfalt zu bewältigen. Das Wichtigste sind aber die Nutzeranfragen. 15.000 Nutzeranfragen werden pro Jahr beantwortet, nahezu in Echtzeit. Mein Team tut da einen echt super Job. Herzlichen Dank an alle Mitarbeiter und der Kunde ist zufrieden. Das ist unser großes Ziel. Dann können wir ja weiterhin beruhigt auf einen störungsfreien Betrieb unserer Kommunikationsdienste hoffen. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie bei uns waren und sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Sehr gern. An unserer Universität stehen Studierenden, Mitarbeitern oder auch studieninteressierten Asylbewerbern vielfältige Sprachangebote zur Verfügung. Diese werden vom Zentrum für Fremdsprachen koordiniert und reichen dabei vom modularisierten Kursprogramm bis hin zum maßgeschneiderten Angebot. Ihre Fragen an den Leiter Professor Dr. Winfried Thielmann können Sie uns wie immer unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse einreichen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.